Und damit willkommen zu einer neuen Runde Rouge versus Busch. Ah, nein, warum? Weil ich's kann. Übrigens, das ist genau das Motiv auf der neuen Karte, die mir die LHP-Jungs gegönnt haben. Von daher schaut euch mal auf meinem Blatt um und findet sie. So, Busch, was machen wir denn heute? Ja, also wir wollen Minecraft durchspielen. Na, nicht ganz. Wir wollen Minecraft durchspielen? Nein. Nee, wir wollen den Stronghold finden. Das war's, ne? So. Wir wollen Oh, dein Stronghold Platz ist finden. kaputt. Korrekt. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Stronghold findet. Wir haben ganz kurz eben vorher gesprochen. Ich habe das noch nie versucht. Ich Aber hab's auch noch nie versucht, ich aber ich werde hoffe auch nie wissen, was. einfach mal, dass das klappen wird. Go. Oh, sehr witziges Biom hier direkt zum Spawn. Ja, also direkt hier Savanne, ne? Ja, Savanna-Plateau. Ja. finde ich cool. So, jetzt ist hier natürlich die Frage, vieles ist ja schon direkt am Start entscheidend, ob man die richtige Richtung läuft. Oh ja. Jetzt ist die Frage, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also in der 189, da gibt es Clerics, die muss man halt hochtraden, wenn wir die in Dörfern finden müssen. Und wir müssen aufpassen, dass der Mob-Remover nicht kommt. Die traden einem Ja. Enderaugen. Oder man farmt welche im Nether. Nein, ich bin noch im Spawnbereich. Ich klopfe mir hier wie ein Blöder die Finger wund und bin noch im Spawnbereich. Ah, ich wollte doch nur Holz kloppen. Oh, ich bin erstmal in eine total bescheidene Richtung gelaufen. Soll ich natürlich auch hier direkt durch Wüste, Wüste, Ja, Wüste. ich bin erstmal zur Meereskante gelaufen und laufe jetzt durch die Wüste. Also eigentlich hast du Vorsprung. Beschwer dich Ja. nicht. Wer auch Holz kloppt am Spawn. Ja, uns nicht checkt. Das ist ja doch das Allerbeste. Ich hab's ja nicht mal gecheckt. Nein, warum falle ich hier unten rein? Jetzt bin ich Oh, endlich ich habe wieder. eine ganz schlechte Vorahnung, wie das hier ausgeht. Ja gut, ich glaube, das ist eine längere Challenge, ich denke. Ich habe eine Das ist. ganz schlechte Vorahnung. Ja, es kommt jetzt nicht auf ein, zwei Punkte Vorsprung an, weil das kann sich auch wieder ändern, aber Genau. warum musstet ihr hier diese ganze Welt so zerkluften, ihr Freaks? Sandfarmer nehme ich an, ne? Ja, Ja, sieht so aus. eindeutig. Nein, schon wieder Wüste. Komm schon. Eine Ewigkeit später. Oh shit, ich habe ihn aggressiv gemacht. Mich? Oh, nein, den Enderman und eine Spinne jagt mich auch noch gleichzeitig. Und der Enderman droppt natürlich nicht, was ich suche. Ich dachte, es wäre schön, wenn ich wenigstens mal da einen Vorsprung hätte. Die Drop-Rate ist, glaube ich, ziemlich gering. Ja, absolut. Oh, noch mehr Eisen, noch mehr Eisen. Ich brauche nicht mehr so viel Eisen, glaube ich, wie ich hier gerade finde. Ja, und ich habe Gut, zwei ich baue das Blöcke hier und noch ab bräuchte dringend noch und mache mehr. mich auf den Weg nach oben. Gibt's im End gibt's auf der 189 noch keine Enderman, ne? Nicht im End, im Nether. Gibt's Nee. erst dann bei neueren Versionen in den Warp Forests, genau. So, Eisen, Eisen, Eisen. Ich nehme jetzt hier das ganze Eisen einfach noch mit. Okay, ich Wenn es mache auf jetzt dem was Weg ist, mache ich anderes. auch mit. Ein paar Sekunden später. Neuer Ansatz, neues Glück. Ja, super. Man startet. Oh. Ich sag nix. Man startet immer wieder am Spawn, ja. Deswegen habe ich Nee. gefragt, ob man sich home setzen kann. Nee, schlimmer. Viel schlimmer als das. Nein, sag bloß nicht, man startet im Nether an der Festung. Genau. Das und auch noch auf der untersten Ebene. Und du kommst hier kaum weg. Uff. Ja, okay. Und da sind Lohn, aber du kannst sie nicht töten, weil sie im Spawnbereich sind. Ja. Und da sind Wither, die kannst du auch nicht töten, weil sie im Spawnbereich sind. Könntest ja versuchen, sie wegzulocken bis Ey, ins. hier sind Wither ohne Ende. Und Lohn ohne Natürlich, die werden Ende. ständig getriggert. Diese Bereiche hier. Oh nein, hier kann man sich nicht rausbuddeln. Mann. Du kannst durch Lava schwimmen im Spawnbereich. Ach ja, und Ja, mit unseren aber Trucks Lava sowieso, ja. schwimmen ist langweilig.
Aber wenn du nicht anders wegkommst, ist das wohl der einzige Weg. Das ist mir viel zu langsam. Also, wir sind beide garantiert in unterschiedliche Richtungen unterwegs. Glaubst du? Ja, wenn du mal schaust, wo ich lang gehe. Ja, gut. Ja, aber ich komme aus dem Spawnbereich nicht raus. Ich komme zwar höher, aber ich komme nicht weg hier. Oh nein! Oh. Egal. Hier komme ich weg vom Spawn. Ich bin zwar wieder unten, ich war schon fast oben und jetzt bin ich wieder unten, aber ich komme weg vom Spawn. Noch 67 Meter. Ja, okay. Ich habe auch 14 nur Meter. Noch 67 Meter, aber ich habe noch 14 Meter zu schwimmen. Und dann kann ich wegrennen. Komm schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis dahin wirklich durchschwimme durch den Lavasee. Sehr geil. Brücken der Vorgänger benutzen, das ist immer gut. Spart Zeit. Du hast vollkommen recht. Wenn ich hier in den Weg gehe, den sonst keiner gegangen ist. Ah, nee, hier ist doch jemand gegangen. Später. Oh, ist das da hinten eine Festung? Ich glaube, das ist eine Festung. Nein, du findest keine Festung vor mir, mein Freund. Jetzt habe ich aufgehört zu brennen. Endlich. Nein, jetzt fange ich wieder an zu brennen. Der war echt gut. Der war super. Wie weit ist es denn bis zum Boden? Lohnt sich's? Lohnt sich's zu laufen quasi? Gegenteil. Oh, ich buddel mich gerade wieder durch Gestein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wenn man sowas finden möchte, findet man es nicht. Wenn man einfach nur durch die Gegend hüpft wie ein Irrer. Ja. Dann dauert es 2 Minuten und du bist drin. Oh Mann, ich habe keine Picken mehr. Ich laufe hier rum wie ein Geisteskranker. Ich bin einfach komplett verloren. Oh, wie viele Ebenen hat das Ding hier? Zu wenige. Aufnahme, kann man die crashen? Kilo Alpha, du Ratte. Aber vielen Dank dafür. Ich schneide es auf jeden Fall ins Video. Kilo Alpha hat gerade 1,28 Euro gespendet und hat gefragt, ob man mit einer Donation die Aufnahme crashen kann. Das kommt ja durch OBS automatisch in die Aufnahme mit rein, der Sound. Witzig! 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 Ich feiere dich, Kilo. warte, ich nehme die Zeit, das schreibe ich ihm schnell. 3000 Jahre später. Hier spawnen keine Lohnen mehr, weil die alle da in der Gegend rumfliegen. Ich muss die erst irgendwie aus der Luft hauen, damit wieder neue kommen. Problem ist, ich komme nicht ran. Ich glaube, du bist bei meiner Festung. Der Wither muss man mitnehmen. Komm, mach den Wither klein. Wither sind Pflichtprogramm. Ja, ich habe hier Lohn. Sehr schön. Und was ist dieser? Ah, okay. Okay, scheiß drauf. Ich habe jetzt 7 Lohnstangen. Das muss mir reichen. Du hast 7 mit dem Steinschwert. Einfach 7 Stück. Ja, ich habe halt ein paar Lohnblatt gemacht. Mit dem Steinschwert tatsächlich. Ich hab eine, okay. So, jetzt kann ich mir noch schnell... Erstmal schmeiße ich hier den ganzen Netherrack weg. Den brauchen wir nicht, der ist einfach nur im Weg. Das Inventar ein bisschen aufräumen schnell. Das ist auch alles Dreck. Das ist auch Dreck, brauche ich nicht. So. Und dann brauche ich ein Eisenschwert, damit ich... Ach Gott, ja. Spawnbereich. Nix wie raus aus dem Spawnbereich.
Aber es ist eh Tag gerade. Ich habe noch ein bisschen Luft. Gut, ich dann auch. Verdammt, warum verrate ich das? Ah, Wüste. Wer hätte damit gerechnet? Oh, ein Wüstendorf. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Wir holen uns Enderperlen. Ladies and Gentlemen, wir haben uns entschieden, aufgrund der Nächte ohne Endermans, dass wir uns jetzt jeder 16 Enderman-Augen gemacht haben, Ender-Augen gemacht haben. Ja, also ich, 16 Enderperlen und ich hatte ja nur 7 Rods, also habe ich nur 14. Wir starten jetzt Rücken an Rücken und laufen beide in entgegengesetzte Richtung für mindestens 2 Minuten, bevor wir starten. Ja. Ich gucke jetzt auf die Uhr, sobald die auf 49 bei mir umspringt, gehen wir los und ich sage Bescheid, wenn sie bei 51 ist und dann können wir die Augen erst einsetzen frühestens. Oh. Okay. Timer. Ah ja, also Enderauge werfen. Ja, toll. Ich muss jetzt erstmal wieder an Land kommen. So unfair wieder. Und beschwerst dich über Vorteile für mich. Pff. Sag, wenn du an Land bist, so lang warte. Ich bin an Land. Okay. Da fliegt's. Okay, okay. Interessant. Die Richtung geht's. Gut. Das Ding ist, wir wissen halt jetzt auch nicht, ob wir schon drüber laufen oder nicht, über die... Ja, über den Stronghold. Und dann... Ja doch, du weißt es ja, wenn du wirfst und es fliegt plötzlich nicht mehr in die gleiche Richtung. Ja, ja, aber das ist jetzt die Frage, wie lang läuft man in eine Richtung, bevor man das nächste wirft, weil die können ja auch zerplatzen, wobei wir haben ja einige. Zerplatzen hoffentlich nicht so schnell. Das ist dein Risiko, wenn du deine Augen alle verbraucht hast... Und hast keinen neue Stronghold, Farmen. Dann ja, kannst du noch versuchen, neu zu farmen, okay. Ja, bei mir wäre es sogar noch ein Blaze Rod, den ich noch farmen könnte erstmal. Okay. Glaube, ich komme näher. Echt? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich näher komme. Die Richtung hat sich nämlich leicht verändert jetzt schon. Und je näher ich bin, desto stärker verändert sich die Richtung, wenn ich leicht fehllaufe. Hoch? Nee, da. Oh, er zeigt mir immer noch sehr deutlich geradeaus weit weg. Sehr weit weg muss das Ding noch sein. Ich habe ein bisschen das Problem, dass hier so viele Berge sind und ja, ich geht mir auch so. Muss. Berge und Wasser, ich habe alles hier. Oh, ich muss, nee, mich, weiter in die Richtung. Muss mich echt mies hier durchschlagen. Ich habe schon 2 Enderaugen verloren. Ich habe die höchsten Berge, die du haben kannst, gefühlt und zwischendrin ist Wasser. Ja, so ähnlich. Echt, du hast schon 2 verloren? Ja, ich habe noch alle 16. Ich habe 6-mal geworfen, glaube ich, oder 7. Ich habe schon keine Ahnung, wie oft geworfen. Häufiger auf jeden Fall. Okay. Was? Was? Ist umgekehrt. Nein. Schweinebacke. Mach keinen Mist. Mein Herz verkraftet das nicht. Meins zeigt mir immer noch an, dass es sau weit weg geradeaus sein muss. Ich bin hier gerade in eine Mineshaft runtergefallen. Oh weil ich nein! Meint hat, er müsste. Okay, ich glaube, ich muss ein paar Meter machen, es hilft alles nichts. Aber hier ist nur Meer, hier ist überall Meer! Okay, 10 Stück. Die Richtung. Ja, nee, 12 Stück. Okay, also die waren dann vorne noch irgendwo drin. Und dem hier. Okay, ich verstehe. Du musst die halt aufsammeln, ne?
Klar, aufgesammelt habe ich sie. Ich war nur in dieses Loch gefallen und habe es dann nicht mehr gefunden. Achso. Verstehe. Hau ab, Zombie. Moment, ich bin vorbei. Es ist jetzt, die Richtung hat gewechselt. Okay, ich habe nur noch 15. Eins habe ich irgendwo verdaddelt. Wo bist du? Ende Auge. Ich habe nicht gesehen, wo es hinfliegt. Da ist es hingeflogen. Hier ein Mineshaft. Ich brauche kein Mineshaft, ich brauche... Wo ist es jetzt hin? Da. Okay. Sehr interessant. Wo ist es? Ich sehe nicht, wo es runterfällt. TPA hier. Nein! Rush. Nein! Ich komme nicht. Ich glaube, ich stehe nämlich auch über einem. Tja. Oh, verdammt! Ah. Er ist schon komplett zerlegt worden von Spielern. Heftig. Ich hab's Portal aber zuerst. Ich hab's Portal. Es ist sogar aktiv. Ich baue mir jetzt die EP-Rahmen ab. Geschickt. Das heißt, es ist vermutlich hier in diese Richtung irgendwo gelaufen. Ich sneake. Ja. Also. Oh, und. Ich hatte zuerst das Portal. Es ging doch um den Stronghold und nicht ums Portal. Ich hatte aber zuerst das Portal. Na gut, Glückwunsch, Bursch. Du hast es ja auch mal verdient. Ah, endlich, Mann. Das war so anstrengend. So, ihr Lieben, das war's mal wieder mit Rouge versus Bursch. Und wie soll ich sagen? Ja, Bursch hat es geschafft, mich zu schlagen. Aber es war ja auch sein Vorschlag. Wer weiß, was für Cheats und Hacks er kennt, um mich hier endlich mal zu besiegen. War eine lange Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch für Ideen habt. Hey, hau mich nicht. Schreibt noch in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was wir noch an Rouge versus Push-Folge machen können oder was ihr gerne mal sehen wollt, was wir machen. Und ansonsten, bis dann, würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao. Und von dir kommen keine Vorschläge.